Ich heiße Gerhard Heinzel. Ich habe in einem früheren Leben mal Informatik studiert. Vor etwa 2,5 Jahren angefangen, Fahrräder zu reparieren für andere Leute. Das heißt, in der Familie habe ich das vorher auch schon immer gemacht. Ja, und für wen ist die Angebot? Wir richten uns aus verschiedenen Gründen hauptsächlich an Leute mit geringen finanziellen Mitteln. Und wie heißt Ihre Initiative und wo findet man sie? Wir sind die mobile Fahrradwerkstatt. Das ist eine Initiative des Freiwilligenzentrums Fürth. Wir sind, wie gesagt, wohnortnah. Wir reparieren wohnortnah. Die Idee ist, dass man in Fürth mit einem kaputten Fahrrad maximal einen Kilometer Luftlinie hat, bis einem jemand helfen kann, dass man es selber wieder hinbekommt. Und es geht um Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir haben aktuell schon Standorte auf der Harthöhe, jetzt seit fast 1,5 Jahren, in der Frohnmüllerstraße seit ungefähr einem Jahr. Ich war gestern zum 3. Mal im Finkenschlag. Im Mai werden wir noch einen Standort im Ronhof eröffnen, in Anführungszeichen. Zusätzlich kommt noch die Kinderarche hinzu, die montagsabends eine sogenannte Nachbarschaftswerkstatt macht. Und damit haben wir unser Ziel eigentlich erreicht, das Kerngebiet von Fürth so abzudecken, dass man eben nicht unnötig lange kaputte Fahrräder durch die Gegend schleppen muss. Und wie und wo kann man mitmachen? Also mitmachen kann man einmal als Besucher zu den Terminen, die ich genannt habe. Man kann auch mitmachen als Schrauber. Was ist bei euch so besonders? Was bei uns besonders ist, ist eigentlich die Wohnortnähe. Was ist für Sie das wichtigste Werkzeug? Kann man so einfach nicht beantworten, aber ich habe festgestellt, dass man viele Sachen tatsächlich mit dem Taschenmesser machen kann. Also gut, nicht jeder läuft mit so einem ausführlichen Werkzeugkoffer in der Tasche rum, aber so ein ganz einfaches Taschenmesser hilft einem an vielen Stellen schon sehr weiter. Ja, was ist fair? Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Begriff, auch mit gerecht und so, weil das für den einen fair und gerecht ist, ist für den anderen ungerecht. Aber das führt zu weit. Ich denke, es wäre sehr nützlich, wenn alle Mitglieder dieser Gesellschaft, ob hier geboren oder nicht, die Chance hätten, auch alle Angebote wahrzunehmen und eben nicht durch entsprechend hohe Transportkosten davon abgehalten werden. Und insofern tragen wir schon ein bisschen dazu bei, Nachteile mancher Leute auszugleichen, die sonst eben nicht in dem Maße am gesellschaftlichen Leben teilnehmen könnten, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Gut, so ein bisschen nützlich im Sinne von Verkehrsberuhigung sind wir natürlich auch noch, also Stichwort ökologisch. Je mehr Leute mit Muskelkraft sich fortbewegen, desto sauberer wird die Luft. Unter anderem, weil ein Teil von dem Feinstaub dann rausgefiltert wird. aber Spaß beiseite. Wir tragen auch zur Verkehrsberuhigung bei. Also sobald die Autofahrer mal erkannt haben, dass es keinen Sinn hat zu hupen, wenn ich vor ihnen herfahre mit der mobilen Fahrradwerkstatt, trägt es sehr zur Verkehrsberuhigung bei, damit unterwegs zu sein. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwann mal beschlossen habe, einen Fahrradanhänger tatsächlich zu bauen, weil bis dahin habe ich etwa 100 bis 120 Kilo Material und Werkzeug mit dem Auto befördert. Und es ist halt verdammt schwer, jemandem zu erklären, warum man was im Sinne der Ökologie tut, wenn man ständig Autokilometer abspult. Außerdem kam noch hinzu, dass meine Familie das nicht so cool fand, dass das Auto tageweise immer belegt war. Von daher lag das nahe. Die Idee geht eigentlich nicht auf mich zurück. Schon in den Anfängen der Fahrradreparatur für Geflüchtete gab es einen Fahrradanhänger, sogar mit Fahrradträgern obendrauf. Die gibt es hier noch nicht, die kommen aber noch, damit man Fahrräder dann auch mit dem Fahrrad transportieren kann.